Das ist eines der beliebtesten Autos in Deutschland. Jetzt wird es nicht mehr gebaut. Im Juli 2024 hat Fiat die Produktion des Verbrennermodells eingestellt. Obwohl sie seit 2007 über 3,2 Millionen Fiat 500 weltweit verkauft haben. Der Grund ist überraschend. Außerdem zeige ich euch, was für dieses Auto spricht und was dagegen. Am Ende erfahrt ihr, welche Alternativen womöglich besser sind und welcher Hoffnungsschimmer für die Zukunft von diesem Auto bleibt. Grund Nummer 1. Er ist günstig. Dieses Auto ist bei Preis und Anschaffung günstig, dazu gleich mehr. Dass er günstig ist, ist aber auch einer der Gründe, warum er eingestellt werden soll. Denn Fiat verdient hier pro Fahrzeug nicht allzu viel. Damit dieses Auto aber weitergebaut werden darf, muss es an die EU-Vorschriften für Cybersecurity angepasst werden. Es muss also sicherer gegen Hackerangriffe werden. Diese Investition wollte sich Fiat allerdings sparen. Das Problem ist, dass die Verkäufe des Elektro-Fiat 500, der weiterhin gebaut wird, bei weitem nicht die Verkäufe der Verbrennervariante kompensieren können. Und dann gab es einiges hin und her intern bei Fiat. Und jetzt hat man sich dazu entschieden, den Verbrenner doch weiterzubauen. Allerdings nicht auf dieser Plattform. Stattdessen soll die Elektro-Plattform des Fiat 500 so modifiziert werden, dass ein Verbrenner mit Mild-Hybrid-System da reinpasst. Wann das alles passiert, ist aber zumindest Stand jetzt, wo wir filmen, noch unklar. 17.490 Euro kostet die Mild-Hybrid-Variante des Fiat 500 in der Basis. Die Steuer ist relativ günstig. 52 Euro zahlt man hier im Jahr. Und die Versicherung ist auch nicht schlimm. Nehmen wir das Beispiel eines 25-jährigen Fahrers. Schadenfreiheitsklasse 5. Dann kostet die Teilkasko nur 330 Euro im Jahr. Darum hat dieses Auto auch vom ADAC in der Kategorie Autokosten die Note 1,5 bekommen. Grund Nummer 2 ist die Größe. Seit Smart den Fortwo eingestellt hat, fehlt ein wirklich kleines Stadtauto auf dem Markt. Mit einer Länge von 3,57 Meter ist der Fiat 500 die nächstbeste Wahl. Kia Picanto oder Hyundai i10 sind länger. Der Wendekreis fällt mit 9,30 Meter wunderbar klein aus. Parken, rangieren und illegal auf dem Gehweg parken, während man den kleinen Cäsar zum Hundefriseur bringt, sind also kein Problem. Der Kofferraum überwältigt zwar mit 185 Litern nicht, doch die Sitze lassen sich umklappen. Dann stehen 550 Liter zur Verfügung. Völlig ausreichend, um alle meine mit Strasssteinen besetzten Blusen in die Reinigung zu chauffieren. Grund Nummer 3 ist die Bedienung. Kritiker werden jetzt sagen, es gibt ja einfach nicht viel zu bedienen, worauf ich antworten möchte, ja. Das muss aber nicht schlecht sein. Schaut euch das mal an. Das Design ist nicht nur zeitlos, sondern auch super aufgeräumt und praktisch. Die Schalter sind groß, es gibt hier keine Missverständnisse, was was macht. Ich habe ein Touch-Display und ich habe Apple CarPlay und Android Auto. Was will man mehr? Grund Nummer 4 ist das Fahrverhalten. Bei dem Auto mit 70 PS und 92 Newtonmeter Drehmoment darf man keine Wunder bei Fahrdynamik erwarten. Zumindest nicht bei der Längsdynamik. Von 0 auf 100 geht es in 13, irgendwas Sekunden. Allerdings wiegt das Auto nur knapp über eine Tonne. Die Höchstgeschwindigkeit sind durchaus gute 167 km/h. Für den Stadtverkehr ist das alles wunderbar. Da fährt man nur gelegentlich 167 km/h schnell. Für die Landstraße ist aber auch gut. Also das Auto fühlt sich subjektiv spritziger an, als man denken würde. Ich habe hier einen Handschalter. 6 Gänge sogar, nicht nur 5. Das ist im Kleinwagensegment gar nicht so oft der Fall. Und die Wendigkeit ist ziemlich gut von diesem Auto. Ich habe hier zwar ein bisschen Karosserieneigung, aber es ist nicht so schlimm. Das Auto wird dadurch nicht unsicher. Und wenn man bedenkt, dass das Auto so alt ist, dass kurz vor der Neuvorstellung dieses Fahrzeugs das Feuer erfunden wurde, dann ist das echt in Ordnung. Ich habe auch eine Handbremse, auch etwas, was inzwischen selten geworden ist. Das ist sehr wichtig, weil man damit mit dem Ziehen von dieser Handbremse in der Lage ist, anderen Männchen gegenüber Dominanz zu zeigen und gleichzeitig den Weibchen gegenüber suggeriert, dass man paarungsbereit ist. Sehr wichtig, vor allem für junge Männer. Die Lenkung ist relativ direkt, aber ohne super nervös zu sein. Das heißt, hier werden nicht jede Menge Spurrinnen mitgenommen. Das macht das Auto wiederum auch sehr angenehm zu fahren, wenn man mal auf der Autobahn unterwegs ist, weil es nicht hin und her wandert und nervös wäre. Fährt also in mancherlei Hinsicht bequemer als ein sehr auf Sportlichkeit ausgelegtes Auto. Von der Mild-Hybridität merke ich reichlich wenig. Ich sehe, wenn ich vom Gas gehe, dass hier in meinem Display das Batterie-Ladesymbol aufploppt. Ich kann das mal machen, so zack. Und dann ist die Rekuperation aktiviert, aber die ist so gut wie nicht spürbar. Also eine Verzögerung im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Ah, und falls ich das vergessen habe zu erwähnen, er hat nur Frontantrieb. Außerdem habe ich noch diesen Knopf. Hier ist ein Lenkradsymbol drauf. Und wenn ich den drücke, bekomme ich eine winzig kleine Anzeige im Display hier in der Mitte. Da steht dann City. Das heißt, dass ich gerade die City-Lenkung aktiviert habe. Der Widerstand der Lenkung wird dadurch verringert,
was das Rangieren mit dem Auto einfacher macht. Grund Nummer 5 ist das Design. Seit 2007 hat sich beim Aussehen des Fiat 500 so gut wie nichts getan. Und das ist etwas Gutes. Der Geschmack von Coca-Cola ändert sich auch nicht jedes Jahr und die Menschen kaufen es immer noch. Wenn etwas funktioniert, muss man es nicht ändern. Retro-Design muss aber keine Erfolgsgarantie sein. VW hat es zeitweise mit dem Beetle probiert, Honda mit dem E und Chrysler mit dem äußerst fragwürdigen PT Cruiser. Es kann auch nach hinten losgehen. Fiat hat den enormen Vorteil, dass sie lediglich das brillante Design von 1957 updaten mussten. Das ist wahrscheinlich die zeitloseste Optik der Automobilgeschichte. So viel zum Positiven. Der Fiat 500 ist schon ein ziemlich gutes Auto, aber er hat auch Nachteile. Hier sind 5 Gründe, die gegen ihn sprechen und am Ende erfahrt ihr, welche Alternativen besser sein könnten. Einige dieser Alternativen findet ihr auf carwow.de. Dort gibt es die besten Angebote für Neuwagen. Egal was du suchst, bei carwow findest du das Auto, das zu dir passt. Schnell, einfach und ohne Stress. Spare jetzt bei Autokauf und Leasing auf carwow.de. Grund Nummer 1 ist der Hybridschummel. Hier Hybrid draufzuschreiben ist relativ dreist, denn das ist ein Mildhybrid. Der hat einen 4,9 PS starken Startergenerator. Das bedeutet, er vereint Lichtmaschine und Anlasser in einem Bauteil. Ist nicht unüblich. Viele andere Hersteller machen das auch, aber die schreiben nicht Hybrid auf ihr Auto. Denn obwohl ich hier ein kleines bisschen rekuperieren kann und ein bisschen Elektrounterstützung beim Anfahren bekomme, leistet die eigentliche Arbeit der Verbrennungsmotor. Grund Nummer 2, er hat keine Automatik. Mittlerweile gibt es sogar bei Dacia eine Automatik. Somit zieht das Argument, dass eine Automatik ein Auto zu teuer macht, nicht wirklich. Zudem handelt es sich beim Fiat 500 um ein beliebtes Stadtauto. Das langsame Zuckeln im Start-Stopp-Verkehr wäre deutlich komfortabler ohne das ständige Treten eines Kupplungspedals. Wahrscheinlich bricht jetzt ein Fiat-Liebhaber aus dem Unterholz hervor und propagiert etwas über Purismus und dass man sich nicht so anstellen soll. Ich weiß, Opa ist in den 60er Jahren mit Holzbeinhandschalter gefahren, von Hamburg nach Palermo, ohne Pinkelpause. Das ging auch. Fiat könnte beim Getriebe trotzdem nachbessern. Vielleicht wird es ja was, wenn der Verbrenner in die neue Plattform kommt. Grund Nummer 3 ist der Verbrauch. 5,1 Liter auf 100 Kilometern klingt gut. Wenn man das in den Kontext setzt, dass hier nur ein Dreizylinder mit 70 PS arbeitet, muss man das aber relativieren. Vor allem auch deshalb, weil der Realverbrauch nicht 5,1 Liter sind, sondern eher so 5,3 bis 5,5 Liter. Und dann kommt noch hinzu, dass das Auto ja einen Hybrid-Sticker hinten drauf hat. Und wenn man dann noch sich andere Autos anschaut, wie zum Beispiel den Suzuki Swift, dann sieht man, dass es deutlich besser geht. Einen Swift kann man mit, wenn man es wirklich drauf anlegt, mit 0,5 Liter weniger fahren auf 100 Kilometern. Und das ist eben einer dieser Aspekte, an denen man sieht, dass der Fiat trotz Hybridisierung und allem Pipapo dann doch schon ein relativ altes Auto ist. Grund Nummer 4. Assistenzsysteme und Verdeck. Schon 2017 hat dieses Auto beim Euro NCAP Crashtest nur 3 von 5 Sternen bekommen. In der Kategorie Assistenzsysteme gab es beeindruckend schlechte 27%. Assistenzsysteme wie Notbremsassistent, Abstandswarner, Totwinkelassistent oder Spurhalteassistent gibt es nicht für dieses Auto. Hinzu kommt, dass das Verdeck bei der Cabrio-Variante ein ziemlich schwieriges Bauteil ist, wenn es um die Pflege geht. Es setzt sehr schnell Moos an und der Grünstich ist danach so gut wie nicht wegzubekommen. Sogar unter Fiat-Händlern scheiden sich die Geister, ob man das Verdeck imprägnieren sollte oder nicht. Grund Nummer 5 sind die Materialien. Wenn man sich in den 500 setzt, wirkt es ein bisschen, als besichtigt man eine Wohnung, in der die Inneneinrichtung in den letzten 25 Jahren nicht geändert wurde. Die Substanz ist gut, aber die Materialien sind offensichtlich aus der Zeit gefallen. Dacia liefert in dieser Fahrzeugklasse inzwischen eine bessere Qualitätsanmutung. Ich will damit nicht sagen, dass die Materialien beim Fiat furchtbar sind, denn das ist nicht der Fall. Es handelt sich jedoch um einen Neuwagen, dem man ansieht, dass er nicht erst gestern entwickelt wurde. Im Grunde genommen sind alle Alternativen, die ich jetzt nenne, besser. Was daran liegt, dass sie einfach neuere Autos sind. Einzig in der Kategorie Design, finde ich, ist der Fiat 500 nach wie vor ungeschlagen. Der wäre einmal der Suzuki Swift. Etwas teurer, aber hat einfach auch mehr Assistenzsysteme. Dann gibt es noch den Kia Picanto, inzwischen auch komplett aufgefrischt. Und wenn man in dieser Fahrzeugklasse eine Art SUV-Feeling haben will, gibt es noch den Toyota Aygo X. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liked, abonniert unseren Kanal. Wenn es euch nicht gefallen hat, liked und abonniert unseren Kanal trotzdem. Ansonsten geht auf carwow.de, dort gibt es nämlich die besten Angebote für Neuwagen. Und hier um mich herum findet ihr weitere Videos von uns. Bis zum nächsten Mal.